Hallihallo, herzlich willkommen zurück hier bei Road to Treble. Das ist Folge 2 und ja, zu Anfang dieser Folge werden wir jetzt mal gucken nach einem neuen Stürmer als Ersatz für unseren Robert Lewandowski. Hier entscheide ich mich für Olivier Giroud, den Franzosen. Da bitte ich mal 7,5 Millionen. Ja, dann wurde das Transferangebot abgelehnt und ich habe mich entschieden, für Daniel Sturridge zu bieten. Hier am Anfang 20 Millionen. Wir müssen natürlich jetzt auch warten, bis es zum ersten Spiel kommt. Hier 45 Millionen. Ablöse möchte ich für Martinez. Der war doch ein sehr starker Mann in der letzten Folge auch, Rolle. Ja. Und, dann gab es da kurz Verwirrung mit dem geänderten Termin. Der wurde zweimal verändert, nochmal. So, dann bin ich auf 26 Millionen hochgegangen für das Gebot. Rund um Sturridge dann auf 32 Millionen hoch. Hier bleibe ich bei 45 Millionen konstant. Und dann das erste Spiel gegen den VfL Wolfsburg. Mit der Auswechslung, glaube ich, Pizarro musste im Sturm natürlich spielen. War ja natürlich klar, dass Lewandowski ja erstmal fehlt in die nächsten paar Folgen. Ich schätze mal, bis Folge 5 oder 6 wird Robert Lewandowski uns nicht zur Verfügung stehen. Hier ein kleines Skillspiel gewonnen. Und dann geht es auch schon zum ersten Bundesligaspieltag. Herzlich willkommen am ersten Spieltag. Ja, und die Bayern hatten dann direkt in der dritten Minute die erste Möglichkeit über Götze. Der probiert dann. Virinha hat den Ball und Foul an Alonso. Es gibt den ersten Elfmeter und das in der fünften im Spielminute. Carvajal, es ist nicht zu diskutieren. Virinha gibt auch hier alles zu. Hatte den Ball, dann kommt Alonso, erobert sich den Ball und dann dieser Knie-Checker. Hätte nicht sein müssen. Arnrum tritt an zum ersten Elfmeter in dieser Saison. Diego Menjalo hält da den Robben-Elfmeter und damit beim 0:0. Und nein, in der sechsten Minute gehen die Bayern in Führung. Arnrum macht das erste Bundesliga-Tor. Hier bei Road to Treble. Die Bayern gehen damit in Führung. Ein herzlich schönes Tor war es jetzt nicht. Es war ein Elfmeter-Tor. Aber ein Tor ist ein Tor. Sehr schön gemacht. Robben eiskalt vollstreckt. Benjago blieb einfach auf einer Stelle eigentlich stehen. Natürlich kann er verdient hier am Boden rutschen, Robben. Sechste Minute, Elfmeter-Tor. Das erste Tor der Bundesliga durch die Nummer 10 des FC Bayern München, Arjen Robben. Wolfsburg gab mir nicht auf. In der 9. Minute schon De Bruyne mit der ersten Chance zum Ausgleich. Kevin De Bruyne, der Belgier, hatte dann eine gute Chance. Die anschließende Ecke in der 10. Minute. Perisic, Lahm kommt etwas näher. Die Ecke kommt gut und Martinez zeigt seine Kopfverstecke, indem er den Ball rauswirft. Der anschließende Konter über Arjen Robben. Bis jetzt klasse Spiel von ihm. In diesen ersten 10 Minuten Arjen Robben. Der Pass auf Pizarro scheitert dann. Dann mal ein Freischuss zu 26 Metern von Schweinsteiger in die Arme von Benjalgo. Die Bayern setzen weiter. Wieder über Robben und da war die Chance für Pizarro. Klasse Möglichkeit für den Peruaner. Leider konnte er diese Chance nicht nutzen. Ja, nächstes Spiel ist dann gegen den FC Schalke 04 in Schalke in der Veltins Arena. Wir sind in der fast 60. Minute. Perisic, der probiert hier. Das war die beste Möglichkeit zum 1:1 bis jetzt. Der VfL Wolfsburg probiert. Die Wölfe haben dann Pech. Benjalgo, sein Ausschläger, kommt auf Thiago. Thiago leitet weiter auf Alaba. Alaba kann sich gegen Ricciardo Rodriguez, seinen Konkurrenten auf der linken Abwehrseite ungefähr, durchsetzen. Und dann kommt der Ball auf Thiago und dann Müller verletzt. Bastian Schweinsteiger, der auf Thiago vorher gepasst hat und dieser auf Müller. Müller wird dort wirklich von Benjalgo in die Mangel genommen. Man hätte, ja, wäre Müller am Stehen gewesen, wäre es ein Elfmeter gewesen. Dann die Ecke, Sebastian Rode, der Ball prallt ab, es kommt der Ball zur Ribéry,
Der setzt sich durch und Biniago kann den Ball noch festhalten. 85. Minute dann Arjen Robben. Robben, jetzt achtet hier auf dieses geile Aktion. Thiago und Ribéry. Ein geiles Tor. Ribéry macht Robben nach mit dem Jubel. Aber er steht schneller wieder auf. Arjen Robben mit dem perfekten Pass und Thiago mit der Hacke einfach mal auf die Nummer 7 des FC Bayern durchgesteckt. Europas Fußballer des Jahres 2013 macht hier das Ding. Ein klasse Tor des Franzosen. Und Biniago zu Recht enttäuscht. Ribéry in der 87. Minute mit seinem ersten Ligator in der Saison. Die Wölfe gaben da noch nicht auf. Caligiuri zu Dost und Dost macht Perisic nach. Das Außennetz rettet in München am Ende dann vor einem Gegentor. Und die Bayern wollten dann noch einen draufsetzen. Arjen Robben setzt sich perfekt durch. Aber leider steht Biniago ja noch im Tor. Das war dann auch zu Ende das Spiel. Schlusswurf. Die Bayern gewinnen mit 2:0. Den Saisonstart ist dann. Ja, Gott sei Dank geglückt. Jetzt geht es darum, Daniel Sturridge zu verpflichten und ja, ein 2-Jahres-Vertrag. Daran scheitert es nicht, es scheitert gar nicht an dem Transfer, sondern Daniel Sturridge wechselt zum FC Bayern. Ja, und dann gegen Schalke. Nach dem unglaublichen Spiel gegen Wolfsburg habe ich mir natürlich jetzt hier viel erhofft. Die erste wirklich nennenswerte Aktion war dann erst in der 66. Minute. Arjen Robben nach dem Einwurf von Götze. Durchgesteckt, er schießt, Fährmann lenkt den Ball in die Latte, Daniel Sturridge. Und Fährmann ist da. Die Bayern versuchen es dann nochmal über Ribéry. Der verliert aber hier den Ball. Und das war dann auch schon die Chance. Endstand ist deswegen ein 0:0, keine nennenswerte Aktion mehr gewesen. Die letzten Stunden des Transfermarkts. Bis jetzt der teuerste Transfer. Daniel Sturridge von Liverpool nach München. Und Vidal von Juve nach Liverpool. Heißt, die haben ein Plus minus 0. Und hier sieht man kurz im Schnelldurchgang, dass Schalke mit dem Transfer von Draxler das beste Plus gemacht hat. Ein Plus von 20. Millionen. Ja. Jetzt das letzte Spiel gegen den VfB Stuttgart. Mehr erhoffte man sich jetzt von diesem Spiel. Und Daniel Sturridge erhoffte sich das auch. Scheitert hier an Sven Ulreich. Aber Ribéry scheitert nicht. 20. Minute Franck Ribéry. Daniel Sturridge, er ist in diesem Spiel. Also hätte ich alle Szenen hier reingeschnitten von Daniel Sturridges verfehlten Chancen, wäre das Video eine halbe Stunde lang. Also, Daniel Sturridge, diese Chance, vergebene Chance von ihm, endete dann aber doch in einem Tor. Franck Ribéry, der Franzose, machte das Perfektion. Sein zweites Bundesliga-Tor. Die Bayern, ja, hier nochmal eine kleine Szene, wie so Daniel Sturridge gefürchtet war, aber nicht so gefürchtet in diesem Spiel. Daniel Sturridge mit einem kleinen Lüpfer, der dann leider nicht perfekt war. Bastian Schweinsteiger brachte dann eine Ecke mal wieder rein. Arjen Robben im Zugang und es ist die 77. Minute. Arjen Robben holt noch eine Ecke aus. Nebenbei, wenn es vorhin geklatscht hat, entschuldige ich mich dafür. Hier war eine Mücke. So, Shaqiri, er kommt nah ran. Aber Schweinsteiger entscheidet sich für die lange Version. Und da ist Martinez und da ist das Tor. Martinez, zweites Kopfballtor für die Münchner in dieser Saison. Ein Nicht-Pflichtspiel-Kopfballtor und eins via Pflichtspiel. Martinez, ein perfekter Kopfball. Sven Ulreich ohne Möglichkeit. Er hätte ihn haben können. Aber Sven Ulreich, dafür hat er nicht einfach die Klasse. Die Bayern damit in einem Spielstand von 2:0.
Dann, 90. Minute, gab es nochmal einen Freistoß für Stuttgart über Didavi. Didavi schießt ihn aber drüber. Ja, und die letzten Szenen sind jetzt einfach nur das Spiel ausgegangen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr in Folge 3 wieder dabei seid. Bis dahin, haut raus, peace out und klickt auf die Links in der Endcard. Peace out. Yeah.